euch, mit euch gemeinsam dieses, in dieser Session zu lernen, wie man ein Stück von rechts nach links kommt. Wie der Michael gerade gesagt hat, ich arbeite als Agile Coach. Bei Agile Coaches stecken unterschiedliche Formen von Rollen dahinter. Also die einen sehen diese Rolle des Coaches, die anderen sehen diese Rolle möglicherweise des Mentors, die anderen sehen diese Rolle des Wissenden über Praktiken rund um Agilität. Und viele sehen aber auch diese Rolle des Facilitators und auch des Lehrers, neue Sachen beizubringen. Jetzt ist aber meine starke Überzeugung, dass ein Agile Coach oder ein Scrum Master nicht die einzige Person ist in einem Team, die anderen Leuten was beibringt. Sondern wir lernen unglaublich viel voneinander. Wir lernen unglaublich viel durcheinander, auch durch die Herausforderungen, die wir machen, aber eben auch von den einzelnen Teammitgliedern. Und das war also ein bisschen auch die Grundlage für meinen Talk, zu schauen, was ist eigentlich das, was ich durch mein Team gelernt habe und die einzelnen Teams, die ich begleitet habe. Und jetzt bin nicht nur ich, die lerne, und damit ihr auch ein bisschen geistig ankommt nach dem Mittagessen und auch ein bisschen nachdenken könnt. Und ich sicher nicht die einzige Person bin, die was durch ihr Team gelernt hat. Ich bin fest davon überzeugt, dass ihr alle schon mal in einem tollen Team gearbeitet habt. Würde ich euch bitten, mal kurz darüber nachzudenken. Ihr könnt auch beim Nachdenken euch ein bisschen strecken und bewegen, damit das Ganze noch mal ein bisschen vom Mittagessen oder sowas einfach runterfängt und das Geistigen ein bisschen besser denken kann. Was hast du höchstpersönlich durch dein Team oder von deinem Team gelernt? Ich gebe euch dafür ein bisschen Zeit. Und wenn jemand möchte, kann er in einem kurzen Satz das Gelernte mit den anderen teilen. Gerne. Ja, mehr Toleranz mit Menschen zu haben. Das ist ein sehr wertvolles Learning, was nicht nur im Firmenkontext hilfreich ist. Gibt es noch etwas, was jemand teilen möchte? Lukas? Dass Rahmenbedingungen sehr wichtig sind. Meistens sogar noch wichtiger als die. Da vielleicht wiederhole ich, der Lukas hat gemeint, dass Rahmenbedingungen sehr wichtig sind und manchmal sogar wichtiger als Lösungen. Gibt es noch irgendein Learning? Ja, da vorne vielleicht. Wenn man was will, dass man auch halt was dafür tun muss. Dass man, wenn man was will, dass man dafür tun kann, ja. Veronika? Dass Loyalität und Vertrauen eine Sache, eine Basis, glaube ich, ist im Team, um miteinander erfolgreich zu sein. Ja. Unglaublich, Loyalität, da haben wir noch was? Kleine Schritte und kleine Veränderungen wertzuschätzen. Ja, kleine Schritte und Veränderungen. Ich glaube, die Veronika, die lösungsfokussierte Coaching, ihr macht gerade so, oh, yes. das sind viel von denen, was ihr gerade aufgezählt habt, sind schon Lernen auf einer höheren Ebene. Die meisten Leute, wenn man sie fragt, was habt ihr von einem Team oder sowas gelernt, vor allem, wenn das jetzt eher Entwicklerinnen und Entwickler sind oder eben Developer, damit meine ich natürlich Tester und andere Rollen auch oder Leute mit Kompetenzen in diesen Teams, denen fallen als erstes Praktiken ein. Also zum Beispiel, ich habe gelernt, von der einen Person einen Unit-Test zu schreiben oder ich habe gelernt, wie man Jira benutzen kann oder irgendwelche anderen Sachen. Und diese Praktiken waren aber auch bei mir mit meinem Background, ich bin einfach Physikerin, ich habe zwar ein bisschen Erfahrung mit Softwareentwicklung, auch das erste, wo ich Kontakt hatte mit Shift Left. Weil, und was ich durch mein persönliches Interesse und meine einfach Wahrnehmen und mit den Leuten einfach mit rausgenommen habe. Und was waren das so für Praktiken, wenn ich jetzt in meine Teams gegangen bin? Die hatten das einfach, die haben das auch nicht Shift Left oder sowas gelernt, aber es waren einfach so Sachen wie, dass ich ein Team hatte, bei denen war das ganz super normal, dass wir Test-Driven Development einführen. Also wir schreiben zuerst unsere Tests, bevor wir überhaupt zum Coden anfangen. Oder ein anderes Team, was hergegangen ist und gesagt hat, nein, also Backlog-Refinement ohne Personen, die irgendwelche Testkompetenz haben, nein. Weil die geben mir uns ja wertvollen Input
damit wir wissen, was wir überhaupt tun können, die schauen dann nochmal auf eine andere Art und Weise draus. Oder andere Sachen aus Teams, wenn man zum Beispiel eher produktionsnahe oder sowas unterwegs ist, die Leute auch gesagt haben, also als erstes schreiben wir natürlich unseren Schnittstellentest, weil uns hat es die letzten paar Male immer bei den Schnittstellen wehgetan. Wir wollen zuerst wissen, ob die Schnittstelle funktioniert. Das waren einfach Praktiken oder auch, wie man sagen kann, irgendwelche Automatisierungen von Unit-Tests, die man irgendwie mitgenommen hat und die einfach die Leute voneinander gelernt haben und die ich auch einfach mit durch den Zusammenhang, mit den Zusammenarbeiten mit ihnen auch mit aufgenommen habe, was da nicht technisch dahinter steckt, aber was das für sie bedeutet. Und das ist auch ein Zugang, wie viele Leute auch zur Agilität kommen. Also häufig, heutzutage kommen die möglicherweise gar nicht durch die Prinzipien, sondern durch erste Tools und Praktiken. Jetzt ist aber die Frage, was steckt hinter diesen Tools und Praktiken? Und wozu machen die das überhaupt? Das ist etwas, wo man dann ein bisschen einen Blick weiter reinbohren muss. Auch zu fragen, hey, warum automatisieren wir das überhaupt? Und dieses Reinbohren und den Blick werden wir jetzt in den nächsten 30 Minuten machen, beziehungsweise wir werden schauen, wie wir das Reingebohrte abstrahieren können und auf eine andere Ebene heben können. Wenn ihr über Praktiken reden wollt, und da gibt es lauter tolle Expertinnen und Experten dazu, dann empfehle ich zum Beispiel, zum Vienna DevOps Meetup zu gehen. Das sind super tolle Menschen, das organisiert unter anderem der Martin Ulrich, mit dem ich eine Zeit lang zusammenarbeiten kann und von denen kann man unglaublich viel lernen. Und ich habe da ganz hinten auch eine Person gesehen mit einem roten T-Shirt, wo Testautomatisierung umgestanden sind. Ich glaube, der würde sich auch gerne darüber unterhalten. Auch wenn ich ihn jetzt nicht kenne, aber ich habe so das Gefühl, da hat er auch einiges zu sagen zu diesen Praktiken. Genau. Also was steckt eigentlich hinter den Praktiken und wozu machen das? Was ist das Prinzip? Das Prinzip dahinter ist Shift Left. Das Prinzip Shift Left wurde das erste Mal 2001 so genannt. Es war in einem Paper von Larry Smith, der einfach etwas aufgeschrieben hat und in sehr einfache Wörter gegossen hat, was eigentlich schon damals die ganze Zeit diskutiert worden ist. Weil ich glaube, alle Leute, die irgendwas mit der Softwareentwicklung oder mit Testern schon mal zu tun haben, kennen die Aussage, teste so früh wie möglich und so oft wie möglich. Weil was in Shift Left passiert, ist, ich habe da jetzt einen klassischen Softwareentwicklungsprozess mit einer Planungsphase, das passt auch zu dem, zu welcher Zeit das Shift Left entstanden ist, mit der Entwicklungsphase, mit einer Testphase und dann ein Deployment und ein Monitoring. Monitoring und Deployment ist dabei, weil es eben DevOps Operations mit einbezieht. Und was man versucht hat, ist, das, was wir da jetzt in dieser Testphase haben, was ja eigentlich nichts anderes wie in Form von Lernen und Validieren, nach vorne zu ziehen. Warum will ich das nach vorne ziehen? Je früher ich lerne, war die Annahme, desto früher kann ich Entscheidungen treffen und auch Änderungen durchführen. Das ist die erste Idee von diesem Shift Left, ist quasi etwas sehr Technisches gewesen. Also es war einfach nur der Wunsch dazu da, früher zu lernen und eigentlich war, glaube ich, mehr der Wunsch dazu da, sich weniger um Probleme um die Produktion zu kümmern, sondern sich dann auf andere Sachen zu fokussieren zu können. Und dieses weniger um Probleme in der Produktion zu kümmern, war einfach Shift Left dafür die Lösung. Und für mich am Anfang war das ein technisches Prinzip. Aber dann habe ich irgendwann einmal mit meinem Team oder sowas geredet, da hatten wir eigentlich wieder einen neuen Auftrag und wir haben mit dem Kunden drüber diskutiert und wir haben versucht, evaluieren Anforderungen, auch ein paar, mit ein paar UX-Leuten Workshops zu machen, um herauszufinden, was will der Kunde in Wirklichkeit. Weil es war einfach so ein großes Projekt und das war super diffus. Und dann hat einer der Entwickler, so gemeint, mitten aus dem Nichts, warum machen wir nicht einen Design Sprint? Und wir machen mit diesem Design Sprint einen Shift Left. Wir überprüfen früher, ob das, was wir jetzt uns ausdenken, überhaupt von dir wertvoll ist.
Und diese Aussage einfach aus dem Nichts von diesem Entwickler hat mich einfach danach dazu überlegen lassen, hey, da steckt mehr dahinter. Und da gibt es auch mehr Nutzen auch dahinter. Weil im Idealfall machen wir nur Dinge, die irgendwie eine Form von Nutzen haben. Was ist jetzt, wenn man sich so anschaut, der Nutzen von Shift Left? Ich weiß nicht, ob jemand von euch im Talk von der Diana war. Die Diana hat einen wunderschönen Pokal gehabt und man hat sich können einen Pokal mitnehmen. Der Pokal war der visuelle Reminder, dass wenn man Dinge spät im Prozess ändert, dass das höhere Kosten verursacht. Das heißt, wenn ich das Ding schon fertig gebaut habe und jemanden ausgeliefert habe, aber es nutzt niemand oder ich komme erst darüber drauf, dass das Fehler hat, dann erzeugt das mir höhere Kosten und was ich in Wirklichkeit mit diesem Shift Left und früher Sachen überprüfen oder sowas mache, ist eine Kostenreduktion. Das andere, was ich mit dem Vorziehen auch mache, weil es auch sehr häufig mit Praktiken der Automatisierung und auch mit Überprüfen von Hypothesen zu tun hat, ist eine Effizienzsteigerung. Das heißt, ich kann Dinge, die sich möglicherweise nicht lohnen und die mehrmals passieren, automatisieren. Neben der Effizienz sollte hoffentlich auch die Effektivität steigen. Weil es auch sehr Qualitätsprozess und Validierungsvorziehen ist, ist es auch eine Qualitätserhöhung. Und was sich die Leute, die Shift Left benutzen, auch davon erhoffen, ist es auch einen Wettbewerbsvorteil. Ich kann meine wenn ich jetzt quasi eine Kundensoftware habe, ich kann testen, wie das bei den Leuten ankommt und ich kann das möglicherweise früher machen als irgendwelche anderen Leute am Wettbewerb. Das sind jetzt unglaublich große Nutzen, die da sind. Und die kann man irgendwie auch schön auf irgendwelchen Management-Summaries oder irgendwelchen Business-Leuten auf höheren Niveaus oder sowas als wertvoll und für sie verständlich nachweisen. Aber wirklich gut, meiner Meinung nach, hat das in diesen Teams funktioniert, weil die einzelnen Teammitglieder wussten, was für sie da persönlich dahinter steckt. Welche Auswirkungen hat das für sie und was ermöglicht ihnen das? Und dieser Shift Left hat unterschiedliche Bedürfnisse abdecken können. Auf der einen Seite hatten wir so diese Leute in diesen Teams, so wie ich den Martin gerade vorher irgendwie erwähnt habe, und da gab es noch einen anderen Martin, die sich selber sehr stark als Verteidiger von den DevOps-Prinzipien sehen und die auch einen sehr hohen Anspruch an sich haben, an tägliche Verbesserungen und die auch dieses Mastery, wie man das im Scarf-Modell oder sowas hat, oder als Moving Motivator, also nein, als Moving Motivator hat, sehr stark ausgeprägt. Die wollen das immer besser machen. Und Shift Left und DevOps-Prinzipien sind dann mal eine Grundlage, wo sie Mehrwert darin sehen und wo sie wachsen können. Dann haben wir irgendwelche Leute auch in diesen Teams gehabt, da wurde das Bedürfnis nach Sicherheit sehr stark gedeckt durch Shift Left. Weil die hatten einfach in der Vergangenheit Erfahrungen, wenn irgendwo mal die Produktion gestanden ist oder sowas, wo dann auf einmal von 100.000 Seiten Leute auf die IT zugerannt sind und auf einmal was von denen haben wollten, die sonst dann sie die ganze Zeit in der Ruhe gelassen hat, weil es auf einmal nicht funktioniert hat. Und weil das so viele Leute waren, konnten sie einfach nicht in Ruhe arbeiten. Und das war so ein Erlebnis, was sich so tief in sie reingebrannt haben, wo man, wenn du mit denen drüber redest, sie sehen, Shift Left hilft ihnen, quasi in Ruhe zu arbeiten und nicht mit solchen Problemen konfrontiert zu sein. Das Gleiche gilt auch für Leute, die möglicherweise in der Operations arbeiten und die gemeint haben, Shift Left half mir dabei, dass ich nicht jedes Mal um 4 Uhr in der Früh einen On-Call krieg habe und aufgeweckt worden bin, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Das heißt, die hatten ihre persönlichen Geschichten. Und eine andere Sache, die teilweise auch in den Teams so als mit, warum hat das gut funktioniert? Erstens, die kritische Masse wurde von den Leuten, die das gut gefunden haben, wurde erfüllt. Aber andererseits, die Wertigkeit oder die Wertschätzung für die einzelnen Rollen und Perspektiven war da. Also zum Beispiel wenn wir so eine Person haben, die Barrierefreiheit
sich mit Wettbewerbsfreiheit beschäftigt hat und die gesagt hat, hey, es ist einfacher, das quasi von vornherein mitzudenken und nach vorne zu shiften und nicht erst wieder das zum Schluss umzubauen, haben die Leute, die anderen, diese Meinung geschätzt und haben das mit umgesetzt. Das heißt, da waren unterschiedliche Hypothesen, warum das funktioniert. Und weil das so gut funktioniert hat, habe ich mir gedacht, okay, so Shift Left klingt ja super einfach, kann man das irgendwie auf andere Bereiche shiften? Kann man das irgendwie von dieser DevOps-Welt, weil das so ein cooles Prinzip ist, irgendwo anders hingeben? Und der erste Versuch war zu überlegen, gibt es irgendwas im Alltag, wo ich selbst Shift Lefte? Und auch da war mein Team sehr hilfreich. Und zwar mag ich euch mal mit auf ein Gedankenexperiment nehmen. Stellt euch vor, wir sind jetzt fertig mit diesem Talk. Ihr geht raus, ihr lernt, redet noch mal mit ein paar Leuten. Ihr geht noch in einen anderen Talk. Und dann kommt die Abschluss-Keynote und ihr steht dann mit ein paar Leuten zusammen. Und dieses Reden miteinander ist so toll und ihr habt sie schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Und irgendjemand von euch kommt auf die Idee, hey, lass uns mal gemeinsam noch was trinken gehen. Und dann sagt die erste Person, ja, klingt nach einem guten Plan. Und zum Beispiel Veronika nickt schon jetzt voll und so, ja, ich komme mit. Die Daniela auch daneben. Und wenn man dann sagt auch, ja, wir werden mehr. Und dann nehmen wir auch noch die Nati mit und dann irgendwie noch ein paar andere Leute. Und auf einmal sind wir eine Gruppe von 10 Leuten. Und jetzt 10 Leute irgendwo an einen Tisch finden, kann schon unglaublich schwierig sein. Jetzt gibt es 2 unterschiedliche Sachen, die ich beobachtet habe an mir, aber auch an meinen Teammitgliedern. Wenn ich mal in die Runde fragen würde, ihr seid 10 Leute und versucht in Wien, an einem Donnerstagabend noch geschwind einen Tisch zu kriegen, wer von euch würde in einem seiner Lieblingslokale anrufen und fragen, ob es dort noch einen Tisch frei gibt? Ich sehe ein paar nickende Gesichter, ja, ich sehe ein paar Hände. Wer von euch wird einfach losziehen und schauen, ob es irgendwo hinfahren und sich einen Platz versuchen zu suchen? Genau, und das, was passieren kann, wenn ich einfach hinfahre, wenn ich einen Platz suche oder sowas, dass da auf einmal in dem Lieblingslokal irgendwelche Sachen nicht frei sind, weil die einfach irgendwelche anderen großen Gruppen sind und wir überhaupt keinen Sitzplatz haben und es geht von ziehen zu ziehen zu ziehen zum anderen Lokal. Wenn ich jetzt anrufe, kriege ich vorher die Information, ob ein Platz frei ist oder nicht. Und so wie ich euch jetzt gefragt habe, hey, würdet ihr anrufen oder nicht anrufen, hängt es auch davon ab, jetzt von eurem persönlichen Charakter oder von persönlichen Erfahrungen, die ihr in der Vergangenheit habt, ob dieser Aufwand des Anrufens sich aufwiegt mit den Nutzen, den ich erhalte, wenn ich früher die Informationen kriege, ob Platz frei ist oder nicht. Und das ist aber auch ein Abwägen, was man auch bei Shift Left macht. Ist das, was ich vorziehe, früher zu machen, bringt das so viel Nutzen, dass mir dieser Aufwand quasi was mehr bringt. Weil es gibt in seltensten Fällen Lösungen ohne Preis. Also meistens müssen wir irgendwas dafür tun. Genauso müssen wir was für Shift Left tun. Und ich persönlich gehöre eher zu den Personen, die anrufen würden. Das heißt, ich sehe was Funktionierendes bei meinem Team. Ich sehe was übertragen, mit Hilfe meines Teams, auch in meinem Alltag, was ich sowieso tue. Jetzt ist die Frage, die ich mir gestellt habe, kann ich das auch auf mich selber übertragen? Warum stelle ich mir als erstes, kann ich die Frage auf mich selber übertragen, wenn man sich irgendwie mit Validierungen und UX und Lean und sowas beschäftigt hat, teste zuerst im kleinen Bereich deine Hypothesen und der Vorteil einfach ist, wenn ich jetzt die Frage stelle, wie kann ich das Shift Left mit mir bei der Arbeit als Agile Coach helfen, ich habe mich und es ist einfach mit mir selbst zu testen. Und was war so mein Hintergedanke, wo ich mir gedacht habe, oh, ich wollte das jetzt testen. Ich bin am Anfang da gestanden und habe mir eigentlich gedacht, was ist eigentlich mein Prozess als Agile Coach? Habe ich überhaupt so etwas wie einen Ablauf?
Weil wir hatten ja vorher dieses Bild mit dem Softwareentwicklungsprozess, der ist für die Leute super klar. Auch wenn wir jetzt Scrum-Teams haben oder auch Kanban-Teams, die haben sich schon sehr viel damit beschäftigt, wie die einzelnen Schritte in den Ablauf passieren. Habe ich das überhaupt für mich getan als Agile-Coach? Und ich bin am Anfang so ein bisschen überfordert gewesen mit der Frage. Und das hat sich auch dann so ergeben, dass ich mir auch versucht habe, so ein Personal Kanban auch aufzubauen und Sachen zu experimentieren. Und ich bin für mich persönlich, das ist jetzt mein Agile-Coach-Prozess, zu denen kommen, dass ich bei vielen Dingen, die ich tue, eigentlich zwar eine Exploration-Phase am Anfang habe. Das kann jetzt einfach nur ein Gespräch mit einer anderen Person sein, aber es kann auch ein Kundengespräch oder Erstgespräch sein. Ich habe irgendwie eine Form von Ideation, wo ich mir einfach mal Gedanken und erste Ideen mache. Und diese, was ich mir an Ideen mache, will ich meistens auch irgendwie vorbereiten. Dann im Idealfall auch ausführen. Und dann habe ich auch häufiger so, wenn man jetzt an Workshops oder Trainings oder auch andere Sachen oder sowas trägt, auch so ein Wrap-up und eine Reflexionsphase. Dieser Prozess ist jetzt nicht für alle Dinge, die ich tue, so. Manchmal kann es auch sein, dass ich Exploration und Ideation Phase und Preparations einfach super nah beieinander zusammenziehe, weil ich habe einfach gerade auf dem Gang ein Gespräch eine halbe Stunde mit einer Person, weil es sich so ergibt, dann überspringt das einfach Bereiche. Dann gibt es halt einfach unterschiedliche Sachen, aber das ist prinzipiell das, was immer wieder bei mir auftaucht. Und am Ende dieses Prozesses kommt dann eigentlich immer das, was ich gelernt habe, und was ich weiterverarbeiten kann. Möglicherweise für andere Teams, für dasselbe Team, für mich selbst. Und diesen Insight-Teil will ich gerne nach vorne kriegen. Wie kann ich irgendwie das früher machen? Und deswegen war dann die nächste Frage, die ich mir gestellt habe, wie kann ich früher lernen? Was bedeutet Lernen überhaupt für mich? Und was bedeutet Validieren für mich? Und da habe ich mir so ein paar Dinge überlegt und auch geschaut, was tue ich sowieso schon. Also zum Beispiel ein Teil von diesen Insights und Learnings, vor allem wenn ich so eine Exploration-Phase oder ein Erstgespräch mit Leuten habe oder so, ist einfach laut zu denken und, mit, und auch zu paraphrasieren, was die mir gerade gesagt haben, um zu überprüfen, ob das, was ich gehört habe, dem entspricht, was sie gehört haben. Oder ihnen irgendwie nach einem Tag oder sowas mal eine E-Mail oder eine Visualisierung nachschicken oder sowas und einfach nur mal kurz ein paar Tage später nochmal drüber zu reden, ob das Verständnis miteinander gleich ist. Oder einen Teil, wie ich meine Ideation-Phase irgendwie validieren kann, ob ich da ganz auf der richtigen Richtung oder ganz woanders oder falsch bin, ist das Gleiche, was auch Programmierer machen mit ihrem Pair-Programming, ist einfach Pair-Working und mit einer anderen Person diese Ideen durchzugehen. Und zu sagen, hey, renne ich gerade in eine falsche Richtung, wie siehst du es? Und einfach noch andere Meinungen einzufangen. Oder wenn ich Ideen habe oder sowas, manchmal experimentiert man ja auch so mit Skalenfragen oder irgendwelche anderen Sachen. Und ich hatte mal die Idee, dass ich irgendwie eine Skala mache von 1 bis 10. Das sind die Härtegrade von unterschiedlichen Steinen. Und ich habe, weil Diamant ist das härteste und komplexeste und das andere, so ein Speckstein, ist einfach viel leichter, weil das nennt man Mohr-Skala. Und ich bin dann hergegangen und war irgendwie voll happy drüber, dass ich mir das ausgedacht habe. Habe das einen Entwickler gefragt, was verstehst du darunter? Und er war so, ja, voll okay, mir reicht, dass da unten 1 bis 10 steht. Der Rest ist mir egal. Das ist, diese kleine Frage ist eine Form von nochmal überprüfen und ja, ich habe es dann trotzdem habe dann ein paar Sachen abgeändert, aber es war halt, passt das, was ich mir gerade ausdenke, auch zu unterschiedlichen Kontexten und bezüglich unterschiedlichen Personen und Anforderungen und auch zu unterschiedlichen Sprachgebrauch. Ist das verständlich, was ich da als Frage stelle? Oder ist das, was verstehen die Leute? Leute interpretieren Fragen prinzipiell immer so, wie sie wollen, aber man kann da so ein bisschen spielen, was da rauskommt. Das Gleiche mit der Preparation-Phase, was man vorziehen kann, gerade wenn man irgendwie auch in den letzten Jahren irgendwie mit Hybrid Formaten gearbeitet hat, ist die Preparation-Phase auch etwas, wo man gut vorziehen kann und sagen kann, hey, ich mache jetzt mein erstes großes Hybrid-Workshop. Setzen wir uns vorher noch mal eine Stunde zusammen, ob wie das mit der Technik funktioniert, ob die Kamera richtig eingereicht ist, ob ich, wenn ich irgendwas auf dem Flipchart oder sowas male, ob die Leute das überhaupt sehen. Dann kann ich das überprüfen, werde ruhiger und es wird dann auch nicht immer alles gut funktionieren in der Execution, aber ich habe einfach mehr Sicherheit und kann da auch nochmal Sachen einbauen und evaluieren. Genau,
So hat das für mich in meiner Arbeit funktioniert und ich habe das immer wieder umexperimentiert und jetzt habe ich ja quasi schon einen kleinen Test gemacht, hey, ich kann das übertragen auf eine Person, auf eine Rolle und dann wird man halt, lernt man, wie wird man, skaliert man, die Skalierungsfrage, kann ich das jetzt auch auf Nicht-Software-Teams übertragen oder überhaupt auf ganze Organisationen? Und die Antwort ist, there is no simple solution to complex problems. Also es wäre unglaublich cool, wenn man einfach so klack, ich habe jetzt ein Prinzip, ich habe ein Prinzip, was man meine Leitbank nimmt, ich packe das jetzt in jeder Organisation und jedes Team, die werden das alle von vornherein verstehen und alles wird gut gehen. Das spielt das richtige Leben leider selten. Jetzt bin ich nochmal hergegangen und habe mir gedacht, was ist jetzt das, was ich für mich getan habe? Meine Überlebensprozesse und habe die versucht zu abstrahieren auf eine höhere Ebene. Also diese Fragestellung, die ich mir gestellt habe am Weg zu meinem Shift Left, wie kann das für Teams und Organisationen ausschauen? Und alle Leute, die was mal mit Kanban zu tun hatten, der Start ist visualisieren. Als erstes die Frage, egal ob das jetzt ein Team oder eine Organisation ist, wie lautet überhaupt mein Ablauf? Also mein erster Schritt zu Shift Left ist, we know how we do our stuff. Das klingt jetzt super einfach, kann aber unglaublich hart sein für alle Leute, die irgendwann einmal versucht haben, Kanban einzuführen oder einfach nur mal darin Gedanken gemacht haben, wie machen wir Sachen wirklich im richtigen Leben und nicht, wie sie in irgendwelchen Files oder sowas stehen. Wenn wir das wissen, wie wir Dinge machen, ist der nächste Schritt, den wir uns, glaube ich, manchmal zu wenig häufig fragen, so wie wir uns am Anfang gefragt haben, was haben wir vom Team gelernt, was lernen wir in jedem dieser Schritte? Für welcher dieser Schritte dient als Grundlage für welche Entscheidung? Oder welche Entscheidung können wir wo treffen? Und wo validieren wir was? Das ist, selbst wenn man noch gar kein Shift Left macht, ist das eine sehr wertvolle Frage, weil das auch, gerade wenn man das in Organisationen oder in Prozessen macht, die mehrere unterschiedliche Teams oder sowas betreffen, auch ein bisschen die Sichtweise und den Nutzen für die unterschiedlichen Leute klar macht. Und auch dieses Big Picture an die Wand malt. Das funktioniert in Teams, die gut miteinander zusammenarbeiten, einfacher als wenn das unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Abteilungen sind. Das hat aber auch damit zu tun, weil die einfach durchgehend im Prozess sind und auch einfach viel mehr auch mitkriegen von den anderen Sachen, möglicherweise in anderen Bereichen. Wenn wir jetzt unsere Erkenntnisse haben, was wir wo gelernt haben und was wir wo validiert haben, gehen wir her und fragen uns zu diesen Learnings, welche Auswirkungen hätte das, wenn wir das früher wissen würden? Was würde es uns ermöglichen, wenn wir dieses Learning oder diese Entscheidung früher treffen könnten? Warum stellen wir uns diese Frage? Das bringt nochmal den Nutzen für uns. Weil es gibt sicherlich Dinge, die wir vorziehen können, aber wo es für uns in Wirklichkeit nur Aufwand wäre und gar keinen Nutzen bringen würde, dass es uns das vorzieht. Und das nochmal zu bewusst zu machen, ist schon, fordert halt mehr, auch mehr Kreativität und das ist auch mehr Reindenken über die ganze Sache und macht auch nochmal das Ganze mehr sichtbar. Und wenn ich da habe, diese Auswirkungen und die Möglichkeiten, dann können wir drüber gehen, wie können wir das Lernen früher ermöglichen. Dann mache ich mir erst Gedanken darüber, welche Ideen habe ich, um das vorzuziehen. Das können dann teilweise im Alltag einfach nur Quick Wins sein, dass man möglicherweise mit einer Person von einer Abteilung, die zum Backlog Refinement mit einladet, aber es können auch größere Sachen sein. Aus der Praxis, nicht so viele Veränderungen auf einmal, sich überlegen, welche Sachen sind so, dass ich sie als erstes probieren möchte.
welche Ideen sind möglicherweise einfach zum Umsetzen, und da sind wieder, was ist der Kosten- und Nutzenfaktor zwischen den Ideen, was sind möglicherweise Quick Wins, die wir haben. Und erst wenn wir die Ideen haben und möglicherweise erste Schritte, wie wir diese Ideen umsetzen können, machen wir unseren Shift Left. Und das ist jetzt so ein Prozessablauf oder Versuch der Abstraktion für unterschiedliche Teams oder Organisationen, die sich in der Praxis als gut oder wertvoll erschaffen haben. Jetzt kann es dir passieren, dass da irgendwelche Sachen rauskommen, dass da gar keine Ideen oder sowas rauskommen, aber selbst wenn ich irgendwie mich damit beschäftigt habe, was sind überhaupt meine Auswirkungen von diesen einzelnen Schritten, kann das schon hilfreich sein für weitere Schritte oder weitere Analysen. Und neben diesen Auswirkungen kann es möglicherweise passieren, dass man irgendwelche Bottlenecks oder irgendwelche anderen Sachen im Team aufdeckt, weil man darüber redet. Oder es kann einfach nebenbei passieren, dass man eigentlich durch so einen Workshop auch ein tieferes Verständnis für unterschiedliche Rollen und unterschiedliche Bedürfnisse schafft. So als Nebenseitprodukt. Weil sich häufig die Leute gar nicht die Gedanken darüber gemacht haben, was brauchen die anderen Personen, was brauche ich und was sind so die Schritte nebeneinander. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, wenn man sich das anschaut, wenn man sich zum Beispiel das No anschaut, auch Leute dabei immer zu haben, die da und da vor und danach im Prozessablauf dazukommen. Genau. Und warum eben erst zuletzt der Shift Left? Weil wir es auch nichts Unnötiges machen wollen. Also wir wollen, dass es wieder agile Gedanke oder DevOps-Gedanke, der dahinter steckt. Wir wollen wirklich wertvolle, lohnenswerte Dinge umsetzen, die wirklich eine Wirkung haben. Deswegen Shift Left ist gleichzeitig ein DevOps-Prinzip, aber auch ein agiles Prinzip. Kann man gut miteinander verheiraten. Wenn man sich jetzt auch sagt, ich schaue mir auch UX Lean oder irgendwelche anderen Sachen an, das ist sehr harmonisch in den Kontext von den anderen Sachen und es hängt alles miteinander zusammen und hat ähnliche Auswirkungen oder ähnliche Herangehensweisen. Was ich jetzt da gemacht habe, war das Übertragen eines Prinzips. Ich bin draufgekommen, wo ich mit anderen das getestet habe und auch meine Überlegungen, weil wir wollen ja formzeitig validieren, durchgegangen bin. Es fühlt sich viel einfacher an, ein Prinzip zu übertragen und das Verständnis für das Prinzip zu haben, als manche Praktiken. Weil Prinzipien viel universeller sind als Leitplanken und viel mehr auch in unterschiedlichen Bereichen funktionieren. Also egal, ob ich jetzt mit einem Software-Team rede oder mit einem Sales-Team, die haben alle ihre Punkte, wo sie irgendwelche Sachen haben wollen. Und das ist viel verständlicher für sie. Was ich euch noch mitgeben will, auch jetzt durch diesen Prozess, in dem ich euch durchgeleitet habe, es gibt kein One-Fits-All bei Shift Left. Was es aber gibt, ist, und euch mitgeben will, überlegt euch, was würde es euch für euch persönlich wertvoll machen? Wo würde es euch persönlich was bringen? Wo würde es euren Organisationen was bringen? Wo würde es euren Teams was bringen? Und wie könnt ihr diesen Linksschritt und das Rüberziehen für euch wertvoll machen? Genau. Und was haben wir jetzt eigentlich so nebenbei, neben dem Prinzip uns angeschaut, um wieder zurückzukommen zur Anfangsfrage, was habt ihr gelernt durch eure Teams und von euren Teams? Was ich auf jeden Fall gelernt habe und euch auch noch mitgeben will, haltet Augen offen und Ohren offen nach Funktionierenden. Schaut euch an, welche Ressourcen stecken dahinter und wieso manche Dinge funktionieren und was steckt da eigentlich dahinter. Und versucht sie nicht nur in diesen einen Kontext zu denken, sondern sie auf andere Kontexte zu übertragen. Weil wir haben so etwas wunderbar Tolles mitgekriegt, das nennt sich Transferkompetenz.
wir schaffen das auch in anderen Lebensbereichen. Also Kinder sind zum Beispiel unglaubliche Profis in Transferkompetenz. Wenn die irgendwas im Kindergarten oder sowas gezeigt haben, bringen sie es gleich mit heim oder machen es irgendwie in anderen Sachen oder irgendwelche anderen Sachen. Und diesen Transferkompetenzmuskel, den muss man, glaube ich, auch trainieren. Weil wir immer wieder drauf vergessen. Weil irgendwie auch dieses teilweise Silo-Denken oder andere Sachen, ja, wenn das irgendwie von denen gut funktioniert und die Idee dort ist, heißt das ja nicht, wir sind ja, machen ja ganz was anderes. Aber man kann sich trotzdem so Kleinigkeiten zugestehen, dass die Dinge anderen Leute, auch wenn wir die möglicherweise sind, nicht immer sehr sympathisch oder auch unsere Indifferenzen mit denen hat, dass die gute Ideen haben und sich so kleine Dinge klauen. Genau. Und das ist so ein Bild, was ich schon super lang irgendwann bei einer Präsentation verwenden will. Das ist ein Banksy-Kunstwerk von einem Picasso-Zitat. Picasso hat mal gemeint, the bad artist imitate the great artist steal. Was ist jetzt der Unterschied zwischen imitieren und kopieren und stehlen? Wenn ich etwas imitiere, mache ich es einfach nach. Ich nehme das und male das möglicherweise eins zu eins ab. Wenn ich etwas stehle, dann mache ich es mir zu meinen eigenen. Und das ist auch das, was ich euch gerne bitten würde, auch jetzt aus diesem Talk. Nehmt das, was ihr gehört habt, und macht es zu eigen, euren eigenen. Und nehmt das mit und lasst die Ideen wachsen. Genau, das war es eigentlich von mir. Ich habe jetzt noch zwei Fragen an euch. Welche Fragen sind gerade so in euren Köpfen? Und was von dem heute Gehörten, jetzt vielleicht in meinem Talk oder vorher, würdet ihr gerne stehlen?